Ja, wunderbar. Es ist erstaunlich zu sehen, was man in weniger als 6 Monaten schaffen kann, wenn wirklich alle Hände mitwirken. Sowohl von der Politik, von den Behörden, von den Kommunen, aber wirklich auch die Bauleute. Das ist unglaublich. Und es zeigt, dass es in Bayern auch schnell geht. Dinge, die dann für die nächsten 10 Jahre uns voranbringen. Und da muss man langfristig natürlich planen, wie es dann weitergeht. Wir sind noch nicht am Ende. In 5,5 Monaten ist hier tatsächlich was ganz Tolles entstanden. Und in 11 Tagen wird das noch viel anders ausschauen. Und da werden halt, wie gesagt, in 11 Tagen hier Studierenden kommen, die einfach begeistert sind. Und ich freue mich wirklich sehr. Das ist ein Ausrufezeichen für die Entwicklung von Luft- und Raumfahrt. Wir bekennen uns als Freistaat Bayern dazu. Wir wollen hier ein führendes Ökosystem für Luft- und Raumfahrt in Europa aufbauen. Und dazu muss die universitäre Landschaft gegeben sein. Dazu brauchst du das Umfeld mit Startups, mit Standortunternehmen. Hier ist das Who's Who der deutschen und europäischen Luft- und Raumfahrtindustrie versammelt. Und deswegen bin ich total begeistert. In Garching holen wir die Industrie nach Garching mit Siemens SAP und hier kommen wir zu einem bereits existierenden Industrienetzwerk dazu mit Ariane, mit Airbus, mit Hensoldt, IABG und vielen weiteren. Und das ist eigentlich eine Mission, mit der wir hier sind, nämlich Zukunft der Luft- und Raumfahrt.